Wenn du wissen möchtest, welches Zubehör du für deinen 3D-Racing-Printer wie diesen Elego Mars unbedingt brauchst, dann bleib dran. Gute und grüße wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makeramedy und heute schauen wir uns mal ein wenig Zubehör für euren Resin 3D-Drucker wie diesen Elego Mars hier zum Beispiel mal an. Da habe ich in den letzten Jahren einiges an Zubehör gefunden, was ich persönlich gut finde und mittlerweile auch täglich nutze. Aber wisst ihr, was ich auch gut finde? Die 26%, die inzwischen meinen Kanal abonniert haben. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt und auch die Glocke aktiviert. Bevor wir jetzt loslegen, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Mittlerweile haben wir eine Kickstarter-Kampagne endlich rausgebracht für unseren Playclue. Das ist ein Kleber, mit dem könnt ihr PLA, ABS und ASA und auch das ein oder andere Material noch mehr kleben. Damit habe ich zum Beispiel mal diesen Iron Man hier zusammen oder auch noch viele andere Figuren zusammen geklebt. Ein paar Videos dazu findet ihr hier oben entsprechend verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Link in der Videobeschreibung einfach mal klickt und euch mal die Kampagne anschaut. Da steckt ziemlich viel Herzblut drin und das würde mir echt die Welt bedeuten, wenn ihr das Projekt unterstützt. Damit genug geredet, fangen wir an mit dem Zubehör. Fangen wir erstmal ganz vorne in puncto Sicherheit an. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Schafft euch solche Sicherheitsgläser an. Ich weiß, es ist nicht schön und die sind auch ein bisschen nervig, aber glaubt mir, wenn ihr mal einen Spritzer aus dem Resin-Becken oder aus dem Isopropanol-Becken entsprechend ins Auge bekommen solltet, ist das kein Spaß mehr. Dann geht es nämlich ins Krankenhaus und das wollt ihr nicht. Deswegen tragt immer eine Sicherheitsbrille. Das zweite sind Handschuhe. Und da gibt es zwei Sorten, die ich mittlerweile nutze. Einmal Einweghandschuhe, die benutze ich für filigrane Arbeiten, wenn ich zum Beispiel mal ein kleines Objekt mit vielen kleinen Details entsprechend sauber machen muss und viel Fingerspitzengefühl brauche, da kann ich auf die Mehrweghandschuhe leider nicht vertrauen, weil ich dort einfach nicht genug Fingerspitzengefühl habe. Da ziehe ich dann natürlich Einweghandschuhe an. Das ist natürlich ein bisschen Umweltverschmutzung, weil man die, wie der Name schon sagt, immer nur einmal benutzen kann, beziehungsweise nach ein, zweimal benutzen entsprechend die Handschuhe nicht mehr zu gebrauchen sind. Ganz anders mit den Mehrweghandschuhen, die ich hier habe. Die nutze ich natürlich entsprechend, um grobere Teile oder aber auch den Drucker entsprechend zu reinigen, wenn ich hier zum Beispiel die Druckplatte entsprechend reinigen möchte. Da sind Mehrweghandschuhe natürlich Gold wert, weil die kauft man einmal und kann sie zigmal anziehen. Kann ich also nur empfehlen. Und es schützt natürlich auch noch ein bisschen Mutter Natur und unsere Ressourcen auf diesem Planeten. Deswegen Thumbs up dafür. Wenn wir schon gerade beim Thema Isopropanol eben waren, sofern ihr kein Waterwashable Resin habt, braucht ihr natürlich irgendwie was zum Reinigen. Und ich nutze da Isopropanol, wie so viele andere auch. Da gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere, was man nutzen kann, aber Isopropanol ist so das gängigste. Da könnt ihr dann entweder etwas in eine Schale reingeben und könnt euer Druckteil dann dort reinigen, von Hand entsprechend, so wie ich es früher gemacht habe. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie ich das dann entsprechend gemacht habe. Oder ihr habt hier so eine Washing Station, so eine Wash and Cure Station, kommen wir auch gleich nochmal dazu entsprechend. Den Link dazu zu dem Produkt packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Ist nicht ganz teuer. Kauft euch einen 5 Liter Vorrat oder so wie hier jetzt so einen 1,5 Liter oder Liter Vorrat entsprechend. Die gibt es relativ günstig zu kaufen und damit könnt ihr auch zig Drucke sauber machen. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich eben gesagt habe, nämlich wie ich sie von Hand sauber gemacht habe, mit einer Zahnbürste. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin hingegangen, habe mir eine Schale genommen, eine Tupperdose oder irgendwas in Richtung, wo ich einen Deckel drauf machen kann, damit ich das Isopropanol nur mehrfach verwenden kann und habe dann wirklich die Teile unter Wasser getaucht oder ins IPA getaucht und habe die Dinger dann mit der Zahnbürste wirklich fein säuberlich sauber gemacht, bis wirklich der letzte Tropfen Resin auf der Oberfläche entsprechend weg war. Und so habe ich es natürlich geschafft, dass die Drucke dann, wenn sie trocken waren, schon sehr, sehr trocken waren an der Oberfläche, dass ich sie mit bloßen Fingern anpacken konnte. Und dann habe ich sie nur noch mal ein bisschen ins UV-Bad gegeben und gut war. Die etwas edlere Lösung ist natürlich so eine Cure and Wash Station, wie jetzt hier von Elego. Link dazu findet ihr natürlich, schamlose Eigenwerbung, auch unten in der Videobeschreibung.
Diese kostet mittlerweile auch nicht mehr die Welt. Ich glaube so 150, 200 Euro, irgendwas in der Richtung. Ich weiß es nicht ganz. Ich blende euch den Preis, den aktuellen, hier unten ein. Und ich muss sagen, das macht einem das Leben leichter. Ihr seht, ich habe hier einen Container drin mit Isopropanol. Und dort tunke ich einfach die Teile mit diesem, naja, ich sag mal, fritösen Gitter hier entsprechend. Einfach packe ich die hier rein, tauche die entsprechend in das Isopropanolbad ein, stelle hier vorne die Zeit ein und lasse das Ganze laufen. Wenn die Teile dann entsprechend mit Isopropanol gereinigt sind, kann ich das Ganze natürlich dann auch später dann rausnehmen, kann die abgetupften Teile mit ein bisschen Küchenpapier entsprechend abgetupften Teile auf eine Plattform stellen und dann entsprechend schön aushärten lassen, weil hier hinten ist nochmal ein UV-Licht dran. Das härtet dann natürlich entsprechend die restlichen Resin-Teile nochmal aus und dann habt ihr wirklich pupstrockene Teile, die ihr auch entsprechend schön mit der Hand ohne Probleme anfassen könnt und die ihr auch benutzen könnt. Für das nächste muss ich mir jetzt mal entsprechend Handschuhe anziehen. Und ihr seht, ich greife hier entsprechend in Richtung Mehrweghandschuhe, weil ich das Feinfühlige jetzt nicht brauche, sondern ich möchte euch etwas am Drucker zeigen. Darüber habe ich auch schon separat ein Video gemacht. Und wir bewegen uns mal hier in Richtung Drucker und schauen uns mal dort an, was es denn dort zu sehen gibt. Nicht jeder Drucker wird damit ausgeliefert. Falls das nicht der Fall sein sollte, packe ich euch unten in die Videobeschreibung einen Link zu Thingiverse, wo ihr euch das selbst ausdrucken könnt. Das ist nämlich so eine Halterung, mit der ihr eure Druckplatte schräg über das Druckbett hängen könnt. Damit tropft es besser ab. Ja, das macht einem das Leben leichter. Ich gehe dann immer hin und lasse das Ganze mal so 12 bis 24 Stunden einfach mal über Nacht irgendwann in der Richtung einfach abtropfen und mache es dann am nächsten Tag dann schön sauber. Falls ihr das mit eurem Drucker nicht mitgeliefert bekommen habt. Hier beim Elego Mars wurde es mitgeliefert. Wenn ihr es nicht habt, ist keine Schande. Gibt es in Thingiverse genug Dateien. Wie gesagt, Link ist da unten in der Videobeschreibung. Und das zweite kennt ihr vermutlich auch schon, wenn ihr meine Videos verfolgt. Das ist hier solch eine Druckplatte. Die mache ich mal gerade ein wenig sauber. Und diese finde ich, wie ihr sehen könnt, schon ziemlich genial. Ganz einfach deswegen. Ich kann die wie beim FDM-Drucker einfach abnehmen, Clock, Teil abmachen und dann, wenn das Teil im Isopropanolbad liegt, plupp, wieder dran packen und schon kann ich weiter drucken. Ja, das geht echt ruckzuck, macht einem das Leben leichter. Man muss nicht mit der Spachtel auf dem Druckbett rumkratzen, sondern man kann es einfach abbrechen und gut ist. Jetzt kommen wir doch mal rüber hier auf diese Seite und da seht ihr, auf der Wash & Cure Station steht oben etwas Rotes. Und das ist nicht nur irgendetwas, sondern das ist, tada, ein Resin-Tank. Diesen gibt es relativ günstig, ich glaube zuletzt habe ich ihn für 35 Euro auf Amazon gesehen, im Doppelpack. Das heißt, der eine ist hier verbaut, der andere ist hier und ihr bekommt solche schicken Kappen noch mit dazu, damit ihr euer Resin entsprechend auch noch schön vom Licht geschützt aufbewahren könnt. Das habe ich momentan massiv in Nutzung, das heißt also, ich stelle das irgendwo in den Schrank, mache den Deckel drauf und es kommt nichts dran. Und das ist echt von der Aufbewahrung her super günstig, super einfach und hilft wirklich weiter. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt das Resin aus dem Tank rausbekommen, gibt es normalerweise an den Tanks hier so eine kleine Ablaufnase oder so eine kleine Ablaufnut. Die hilft meiner Meinung nach nicht wirklich, weil es gibt so oder so immer eine Sauerei, eine gewisse. Und ihr müsst das Ding am Schluss sowieso noch mal ein bisschen sauber machen. Ich finde, es gibt eine viel einfachere Lösung, die auch sehr kostengünstig ist. Und ich packe das mal kurz zur Seite. Ihr müsst dafür nur, wie ich es jetzt gerade hier gemacht habe, entsprechend den Resin-Tank etwas erhöht hinstellen. Dann nehmt ihr eure Flasche, stellt die etwas weiter unten hin und dann schnappt ihr euch ganz einfach eine Siphonpumpe. Gibt es für 2-3 Euro im Baumarkt. Damit haltet ihr dann entsprechend, na, wo ist das Ende? Das eine Ende oben in den Tank rein. Wie gesagt, das muss etwas erhöht stehen, damit das Ganze funktioniert. Haltet das andere Ende in die Flasche rein, pumpt 2-3 Mal. Und dann sollte das Ganze auch, wenn der Höhenunterschied groß genug ist, entsprechend auch von selbst wieder da reinlaufen. Physik, Schwerkraft, genial. Damit aber in diese Flasche jetzt nicht alles Mögliche an, naja, sagen wir mal,
Kleinteilen, die noch vielleicht drin sind. Also das hier ist jetzt ein Clear Resin, da sieht man entsprechend, ob irgendwelche Stücke drin sind. Aber hier zum Beispiel mal bei dem Atlas Resin, was ich hier drin habe, da sieht man nicht, ist vielleicht ein Fehldruck passiert und noch irgendwo noch so ein Kleinteil drin. Das möchte man natürlich später in der Flasche nicht drin haben, weil wenn das drin ist und man es wieder reingießt, kann es natürlich dazu führen, dass dann auf einmal der Drucker nicht richtig levelt und der Druck natürlich nicht wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dafür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wie zum Beispiel mal so ein Filter, das ist ein Trichter. Da kann man dann einen Papiermalerfilter reinpacken. Die habe ich momentan leider im Baumarkt in den letzten Wochen, immer wenn ich da war, nie bekommen, weil die immer ausverkauft waren. Ich glaube, auf Amazon gibt es noch ein paar. Ich packe euch mal einen Link unten rein. Aber bin ich persönlich kein Fan von, weil, wie gesagt, das ist ein Einwegfilter oder vielleicht zweimal, die man nutzen kann entsprechend. Aber es gibt eine viel bessere Lösung, weil ich habe mir dann, als ich im Baumarkt war, gesagt habe, ich kriege diese Filter nicht, überlegt, was kann ich als Alternative holen, und bin mal wieder in der Autoabteilung fündig geworden, nämlich hier so ein Ölfilter. Das nutzt man entsprechend, um im Auto halt Öl ablaufen zu lassen, damit das gefiltert wird und die groben Stücke entsprechend draußen bleiben. Und genau das ist das, was wir brauchen. Das heißt also, ich kann hier schön entsprechend, auch wenn ich dann nicht mehr in der erhöhten Position bin, aber hier schön entsprechend meinen Trichter reinstellen, kann die Siphonpumpe nutzen und dann entsprechend das Ganze von dem Resin-Tank hier reinfüllen und habe die ganzen Kleinteile entsprechend rausgefiltert. Dafür ist der Filter, glaube ich mal, entsprechend deutlich kleinteilig genug. Ja, so sollte man es sehen. Der sollte also kleinteilig genug sein, dass er selbst die kleinsten Teile rausfiltert. Und schwuppsdiwupps habt ihr entsprechend ein schön gefiltertes Resin wieder in eurer Flasche drin. Und dieses Teil ist auch mehrfach nutzbar. Das heißt, also es kostet jetzt im Baumarkt auch, glaube ich, 4 oder 5 Euro. Ich packe euch natürlich auch nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung. Schamlose Eigenwerbung. Finde ich aber echt genial und echt gut. Last but not least habt ihr vielleicht bemerkt, dass der Drucker nicht direkt auf der Tischplatte steht, sondern da noch eine Silikonmatte drunter ist. Und das hat einen ganz gewissen Grund. Ich stelle mal die Isopropanol-Flasche da aus dem Weg, weil die ist jetzt erstmal außen vor. Wenn ich hier was in die Flasche zurückfülle oder aus der Flasche rausfülle, kann es immer passieren, dass hier mal so ein Tropfen runterrinnt. Und dann ist die Flasche natürlich auch an der Seite und unten entsprechend versaut und klebt natürlich. Und damit möchte ich mir nicht die Tischplatte kaputt machen. Hier natürlich genauso wenig. Das gleiche gilt für den Drucker. Wenn da mal irgendwas spritzt oder runtertropft, das möchte man nicht. Früher hatte ich entsprechend ein bisschen Karton vom Drucker, damit ich dort entsprechend, wenn ich die Resin-Teile rausgenommen habe, entsprechend hier alles schön sauber habe, damit das auf den Karton tropft, ich den dann irgendwann entsorge und einen neuen hinlege, damit das sauber bleibt. Mittlerweile habe ich mir einfach eine Silikonmatte besorgt. Und es gibt YouTuber, die sagen, okay, es gibt extra Anbieter, SlabMat oder so, wie sie heißen. Die sind ganz cool, ja. Ich packe euch auch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Aber warum soll ich mir ein teures Produkt, was explizit nur dafür entwickelt worden ist angeblich, kaufen, wenn es beim Fressnapf um die Ecke oder aber auch bei Amazon das Ding in allen möglichen Farben, in allen möglichen Größen, in allen möglichen Formen für günstiges Geld gibt. Und genau da habe ich meine Matte her. Ich habe damals, glaube ich, 2 oder 3 Matten bestellt. Eine habe ich hier auf dem Tisch entsprechend für den Drucker, da wo er normalerweise steht. Eine hier für die Werkbank entsprechend, wo ich dann die Videos wie dieses hier drehe. Und eins habe ich für unseren Hund mitbestellt. Das heißt also, wir haben 3-mal die gleiche Matte. Passt einwandfrei, funktioniert einwandfrei und kostet nur einen Bruchteil von diesen dedizierten Produkten, die ihr normalerweise sonst irgendwo auf einer Webseite findet. Link dazu, schamlose Eigenwerbung, packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne sage ich nur, hodl the line, happy printing. Ciao.